Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kebab Simulator. Ja, ich habe mir schon mal jetzt in den Off-Screen-Zeit die Gerichte fertig gemacht, die ich heute serviere. Und habe den Kühlschrank ein bisschen aufgeräumt, Gerichte vorbereitet für den heutigen Tag. Und morgen kommt dann unser Küchendings da und dann müssen wir den noch bespaßen. Deswegen habe ich ein kleines bisschen vorgearbeitet, damit wir heute den Tag nicht so lange warten müssen. Und die Gerichte, die ich halt heute dabei habe, die sind halt auch vorbereitet nur für heute. Und das werde ich ab jetzt immer so machen. Damit die Folgen nicht immer so ewig werden. Ich habe gefühlt, die werden Tag für Tag immer länger. Ja, dann habe ich immer die Kisten leer geräumt, die an der Ecke standen. Und gemerkt, dass ich von vielen Sachen zu viel habe. Leider. Aber naja. So. Ja, was habe ich denn groß hier eigentlich hingestellt? Ich habe wieder gegrilltes Fleisch, Hühnerbeine, Kebab, die Pommes und eine Hühnersuppe. Alles, was so relativ schnell geht, habe ich mit reingenommen. Damit es halt nicht so lang dauert am Ende des Tages. Ja, morgen kommt ja dann hier der Typ, für den wir das hier eigentlich machen. Und ich habe hier draußen für die Obdachlosen extra so eine Suppe hingestellt, weil ich nicht weiß, was ich damit machen kann. Ich kriege die nicht leer, die Schüssel. Das ist halt so ein bisschen negativ. Ach, hier komme ich nicht weiter. Schade. Schade, schade. Ich kriege immer so Schluck auf. Was ist denn da los? Hühnerbeine. Was nimmst du? Nimmst du Hühnerbeine? Nee, super. Na gut. Na gut, na gut, dann nimmst du das heute. In der anderen Küche dann kommen nur noch Schubfächer, statt sind die offenen Dinger. So, gegrilltes Fleisch, auch schön. Ja. Die Uhr funktioniert leider nicht, das wäre so schön, wenn die funktionieren würde. Aber leider, nein. Könnt ihr mal aufhören, alle Suppe zu essen? Esst doch mal was Vernünftiges. Ja. Super. Ja, Suppe ist leer, ich weiß. Noch irgendwas leer? Nee. Außer irgendeiner kommt jetzt auf die Idee, ja, Dings zu essen. Ja, Suppe. Dann nimmt ein Köfte. Ja, der Tag ist entspannt, sage ich mal. Kann man sich auch einfach mal zurücklehnen und von Weiden gucken. Ach Gottchen. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt noch mehr Tische kaufe, kommen dann auch mehr Leute? Stimmt, ne? Müssen wir gleich mal ausprobieren, wie das dann so funktioniert. Pommes. Das ist gut, das ist halt so billiges Essen, ne? Man kann es einfach schnell machen. Also deswegen bleiben auch Pommes jetzt bei mir dauerhaft auf der Speisekarte. Ribeye ist auch. Dann hauen wir das auch gleich nochmal drauf. Ist schon schön, wenn man es vorproduziert hat, ne? Also gegen Pommes würde ich ja jetzt persönlich eigentlich auch nichts sagen. So, hier haben wir nochmal Pommes. Jawohl. Und jetzt kommt noch das Ribeye wieder dazu. Aber das ist ja in Ordnung. Zack. Zack. Und hier. Immer esst, meine Kinder, immer esst. Oh, lass mich raten, ihr seid jetzt die Letzten. Ist jetzt nicht euer Ernst. Das kann jetzt nicht wahr sein, dass ihr jetzt die Letzten seid. Ist doch belastend. Ach man. Ach man, man, man. Oh, du. Ja, der Tag ist tatsächlich vorbei. So was habe ich denn jetzt die ganze Kacke hier warm gemacht?
Also echt immer. Das finde ich ja halt jetzt mal gar nicht in Ordnung. Na gut, was soll's. Muss ich jetzt so hinnehmen. Haben wir nicht viel Geld gemacht den Tag, ne? Na gut. Dann gute Nacht. So, ich muss das Restaurant ja schließen. Und dann, ja, keine Ahnung. Doch rüber zum Blackjack gehen und erstmal, will ich nicht, 10.000 vorspielen. Es läppelt alles, das ist sehr schön. Also vieles davon. Okay. 5.000 ungefähr plus. Also 3.000 haben wir ungefähr plus. Das ist doch schön. Was sind denn diese automatischen Einnahmen? Verstehe ich nicht. So, jetzt erstmal da. Ne, da drauf. Bank. Wird auf 500 los. Ach, die kosten so viel, ne? Und stehen ja eigentlich nur im Weg rum. Naja. Guten Tag. Hier wegräumen. Wegräumen. Hä? Hinter den Teller. Wegräumen. Wegräumen. Das räumt doch bitte auch weg. Also auf die Speisekarte hauen wir jetzt wieder. Hühnerbeine. Wo sind sie denn da? Hühnerbeine. Dann die komische Suppe. Was? Scrollen ist ja auch hier richtig nervig. So, Suppe. Dann den einfachen Kebab wieder mit rein. Pommes. Versteck. Dann nehmen wir da heute noch dieselben. Ja. Und heute kommt ja der komische Dude, ne? Ja, der, den ich eingeladen habe. Warte mal, dann machen wir mal hier Online-Shop. Dann hole ich jetzt einfach mal noch so ein paar Tische. Sie nicht mit Tischdecken oder sowas? Ja, nur so. Ete Petete. Naja. Warte mal. Dann nehmen wir jetzt. Es handelt sich um ein weiteres Modell der gleichen Firma, hergestellt aus Losberg-Spanplatten. Ja, komm hier. Weiße Tische. Kitter machen wir wieder an. Und dann hier eins. Zwei. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Bleib. Ach, das ist ein Schild. Oberflächen. Also das war der. Bänder. Ich kaufe jetzt hier so ein Kaugummiautomat. So. Verdiene ich Geld mit. Wir verzichten können erzeugt passives Einnehmen. Mhm. Einrichtung. Was ist denn das? Eine Klimaanlage. Klima. Whatever. Ach, das sind jetzt die ganzen Möbel für zu Hause. Sehe ich ja jetzt erst. Damit ich mein Zuhause wieder hinkriege. Mhm. Hier, ich habe noch so ein Abzeichen. Auszeichnung. Und was ist das? Brauche ich eine Trophäe. Hier, so also mitten am Tisch stellen. Ja. Ja, okay. Was ist hier? Wäscht ihr noch ab oder was? Ich hab da gesagt, abwaschen. Wir brauchen doch die Delle. Wir brauchen mehr Zitrusreiniger. So, jetzt wird er los. Mit den ganzen Kage. Erstmal so Teller nehmen für die komische Suppe. Suppe warm machen. So, dann haben wir Hühnerbeine und Gift, da haben wir nochmal, das machen wir gleich. Wird er fertig. Die machen wir warm. So. Passt. Ja, komm. Leer. Suppe. Hab ich stand eine Suppe vom Vortag, ist aber gut. Dann brauche ich das.
Aber das. Moment. Was brauche ich da? Knoblauch und grüne Paprika. Bevor ihr euch was passiert, ne? Muss ich ja erstmal wieder Zutaten kaufen. Wo sind sie denn da? Da Tomatoes. Knoblauch. Eine Zwiebel. Ich nehme einfach mal was mit. Ne, Kollege. Nächstes Mal lieferst du mir das und dann sind wir glücklich. Das wäre wirklich schön, so eine Einkaufsliste machen, was man alles braucht. Und dann kannst du ja deine komischen Leute losschicken und sagen, hier, hol mir das, das und das. So, dann wird er hier hinstellen. Vorbereitung ist alles so. Ja. Auf. Machen wir natürlich gleich zweimal fertig. Ach halt. Mal, da war es nicht. Das war. Ich habe schon vergessen. Grüne, richtig? Ja, grüne Paprika. Oder grüne Chili, wie sie es jetzt nennen. Und Knoblauch. Right? Right. So. Sollten wir hier vorne vielleicht mal noch so eine Schneidemaschine hinstellen. So, das da drauf. Und dann geht's weiter. Zack. Hier eine drauf. Ach ne, halt. Hier drauf. Und da haben wir nämlich jetzt hier drei Göfte-Dinger fertig. Gut, wo auch immer, aber dann haben wir es weg. So. Dann weiter geht's mit den Hühnerbeinen. Da haben wir noch einmal, ne? Da würde ich auch nochmal ein zweites Mal holen. So belastend, ne? Komm halt zu gar nichts, auch nicht mit dem Geld. So. Hühnerbeine 1, 2 brauchen. Nehmen wir schon mal mit. Ribeye muss ich mitnehmen. Ribeye. Und sonst haben wir eigentlich alles da, ne? Warte mal, Ribeye. Nehmen wir auch gleich zweimal mit. Ja, na gut. Verzeihung, bitte. Nur kleinen Frosch im Hals. Halt! Übli. Bitte. Bitte, bitte, bleibt da oben. So. Hühnergeil. Achso, den kann ich ja gleich rübernehmen. Hier drauf. Eins. Zwei. Und dann noch eine. Was kommt da noch auf? Tomato. Eine Tomate. Und das war's, ne? Mehr kommt da nämlich auch nicht drauf. Gewürzt mit Chili und Salz war's, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Salz, genau. So. Wunderschön. Hab den Kühlschrank. So, Ribeye. Gut, dass die Leute das einfach so in den Kühlschrank kommen können. In den Tellerschrank, damit da mehr drin sind. Gegrilltes Fleisch, Tomaten. Gut, dass ich Tomaten gekauft habe. Sehr gut, dass ich mitgedacht habe. Und die zerhacken wir auch. Und dann noch Petersilie, ne? Genau. Verzeihung. Oh, ich darf keinen Kaffee trinken vor den Aufnahmen. Krieg da so Dings davon. So. Wie nennt man das denn? Druck auf dem Bauch, dass ich immer rülpsen müsste. Tja mal. I. So. Petra. Jetzt brauchen wir noch davon welche. Weh, um ihn zu sehen. Was fliegt eigentlich hier in der Ecke rum? Eine Fliegen oder was? Ja, das ist mir eigentlich ja, ob da was rumfliegt, aber sollte nicht. So. Komm. Wie viel ist ja eigentlich noch drin? 100. Wie viel verbraucht? So ein Ding? 10 wahrscheinlich.
40. Gott. Na gut, dann. Muss ja eh Sonnenblumenöl holen. Sonnenblumenöl. Oh. Und dann können wir uns wieder ans Eingemachte machen. Sonnenblumenöl hier hinten. Nehmen wir gleich dreimal mit. Und hier nochmal Sketch Mayo. Und Abfahrt. Und dann können wir den Laden heute öffnen. Gleich. Wenn wir. Hoch da. Hoch. Jawohl. Und einmal so. Hoch. Gleich drin kippen. Ach, ist schon. Öl anmachen. Ach, kann ich nicht. Na. Holzkohle anmachen. So. Na dann. Fangen wir mit Hühnerbeine. Und ups. Und zack. Und hier hoch drauf. Zucki, zucki, hier das doch ja alles, ne? Ich glaube, so ein größerer Grill wäre halt auch. Ja. So richtig. Ne, so und so ein bisschen. Geil. Mir juckt auch. Das ist nicht gut. So. Meine Pommes, ja. Pommes. Und Hühnerbeine. Jetzt geht's weiter mit den Köftespieß und so noch dabei. Okay. Was ist denn hier? Dicht da drauf. Dicht da drauf. Ohne Petersilie. Richtig kalte Hände jedes Mal. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, warte mal, du kommst damit drauf und ihr beiden darauf. Genau. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Hoffe ich. I hope so. Dich da drauf. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich. Oder ich und ich. Kann man auch sagen. Okay, dann einfach Kebab und natürlich das gegrillte Fleisch. Wunderbar. Na dann, können wir den Laden ja öffnen. Wir sind, heute ist der Tag. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Na dann, machen wir das auch, wa? Da trinke ich mal einen Schluck. Und wir gucken, ob heute so ein bisschen mehr wird. Wir müssen ja Geld verdienen. 50.000. Unbedingt. Das ist ja mein Ziel, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich early bin. Na? Entscheide dich jetzt bitte. Ich frage mich halt so. Wie viele Tische habe ich denn? 2, 4... Achte, 10 Tische. So, aber das liegt ja daran, weil ja ein Tisch, ne, hier für unseren Komet, der sich dann hier hinsetzt und denkt so, ich bin hier was Besonderes. Ich werde gleich da sein. Ich hoffe, Sie haben meinen Tisch reserviert. Ja, dann komm doch. Komm doch. Los. Wo bist du? Wo kommst du denn? Ich guck jetzt von weit. Von wo er kommt. Ich sehe ihn nicht. Das spawnt gleich wahrscheinlich einfach so im Laden. Bist du es? Nee. Brüchen wir? Huch. Willkommen, du TR-Prank.
Ach, da ist er, guck mal. Da kommen wir da. Okay, hier drin sieht es aus. Mm. Gut. Mm. Die anderen Kunden haben noch. Mm. Okay, dann, let's go. Sniff. Es riecht gut, aber etwas fehlt. Süßer Duft nach Bäckerei. Hallöchen, ich bin Tiny Tony. Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum man mich so nennt. Ich flüstere den Teig zu, mein Freund. Ich knete ihn mit Liebe und ich bin berauscht vom Duft des gebackenen Teigs. Das kann ich dir beibringen, wenn du meine Prüfung bestehst. Magst du Geheimnisse? Wähle eine der drei Dosen. Wähle eine der drei Dosen aus, die ich dir geben werde und koch mir ein Gericht mit den Zutaten, die darin sind. Was meinst du? Kannst du das? Mystery Box. Ich nehme die. Ich nehme die, okay. Ach stimmt, jetzt kommen ja hier keine Leute mehr. Ein ganzes Huhn. Ich soll ihn jetzt, serviere den Gourmet ein Gericht mit vorgegebenen Anweisungen. Ja. Jetzt brauche ich halt noch ein Rezept, ne, Uli? Ach so. Nee, habe ich ja. Ja, okay. Habe ich jetzt noch ein Rezept oder wie? Rezept. Ich habe. Mit welchen Anweisungen soll ich das denn machen? Also. Ich habe. Ein Rezept jetzt für ein ganzes Huhn. Ich meine, ein ganzes Huhn. Nee. Huhn. Churros. Also die Anzahl darum ist halt echt krass. Okay. Das sind Suppen. Hier ist halt auch nix. Grillter Sucuk, Glamatschuhen und sowas. Okay. Und hier habe ich doch auch nichts. Doch nichts. Was soll ich denn machen mit dem Huhn? Also, Hilfe. A für Hilfe. Verderben. Gourmets. Ja, ich hätte gern aber mal so von den Gourmet, was er möchte. Vielleicht mal Petersilie legt mal so. Ich mach jetzt einfach irgendwas. Mir doch egal. Das wird bestimmt gegrillt. So, das wird bestimmt gegrillt. So, und geh mal weg. Und das würde ich jetzt einfach mal ein nicht teilen. Hühnerbrust und Hühnerbein. Und Hühnerflügel. Ich würde das jetzt einfach würzen hier mit Salz und Pfeffer, mir doch egal. Ich habe halt keine Ahnung, was er von mir will. Und hau das jetzt auf den Grill. Oder ich habe halt echt nicht gelesen, was er denn wollte. Ja, mir egal. Mach das so, wie ich das jetzt will. Ob er es will, keine Ahnung. Mir egal. Keine Ahnung, ich bin gerade halt echt überfragt. Das ist halt ein großes Problem. Ich habe wahrscheinlich irgendwas nicht gelesen, was er haben wollen würde. Aber egal. Achso, du bist noch nicht fertig. Du bist fertig. Du musst gehackt werden. Weil ich habe halt den Dings gekriegt. Den Rezept. So, hier. Kriegt er jetzt. Soll fressen, was auf den Tisch kommt. Ich glaube, der ist nicht zufrieden. Naja, er ist. Mir egal. Und ich habe hier doch die Geschenke gekriegt. Huch.
Also was soll es denn? Was liebst du bei, das ist köstlich. Aha. Sie haben das Zeug dazu, aber ein guter Koch sollte ein Können auch in einer Bäckerei zeigen können. Ich habe dir ein neues Rezept eingetragen. Sie sollten sich einen Ofen und einen Mixer zulegen. Bis später, Junge. Als ob der das jetzt einfach gefressen hat. Ich glaube, ich hätte ihn auch ins Dings spucken können. Ins Essen, das hätte der gegessen. Naja, na gut. So. Haben wir eigentlich noch einen? Dann kommt denn der nächste? Was brauche ich denn dafür? Hot Dogs, Hamburger und Zitronen-Knoblauchspieße. Okay. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ich mache den Tag jetzt noch alleine zu Ende. Wir haben ja den Kume besiegt. Ich bedanke mich sehr fürs... Sehr, sehr herzlich natürlich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Kebab oder in einem anderen Let's Play. Bis dahin, ciao.